Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne eine Box zeigen, die mir mal wieder kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar ist es die Vegan Beauty Basket, die wir jetzt im Monat November/Dezember erhalten haben. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine sehr, sehr liebevoll zusammengestellte und tolle Box. Also die liebe Ina ist die Inhaberin von der Box und das ist eine super, super liebe Frau. Die mir nicht nur einen Gutscheincode an die Hand gegeben hat, sondern auch tatsächlich die Möglichkeit, dass ich eine Box in diesem Video verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, also die Vegan Beauty Basket ist eine Beauty-Box, gefüllt mit veganen Produkten, die alle 2 Monate erscheint und ab 23,30 € im Abo kostet. Und wir haben hier halt wirklich nicht nur vom Wert hochwertige Produkte drin, sondern auch von ihrer Art und Weise her. Also es sind wirklich sehr natürliche, sehr, sehr schöne Produkte. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal zusammen rein. Sie erscheint immer im gleichen Design und das war ein Reim. Du hast immer diese mattschwarze Box und diesen türkisen, mintgrünen Klebi da drauf. Wirklich, wirklich schön. Wir haben auch immer eine Zeitschrift mit dabei. Das ist die Vegan World. Und dieses Mal ist es The Chocolate Issue. Haha, okay. Ja, das ist das Schokoladenthema. Und das Schokoladenthema ist bei mir auch ein sehr, sehr großes Thema, denn ich liebe Schokolade. Ja, und ich glaube, als Veganer hätte ich echt ein Problem in meinem Leben. Aber gut, so. In der Box drin haben wir tatsächlich das immer so süß zusammengeschnürt. Wir haben hier ein kleines Päckchen, was sie uns schnürt, aus einem Butterbrotpapier, wo die Produkte halt eingeschlagen sind, ohne zusätzliches Füllmaterial. Dann haben wir hier ein Seidenschleifchen, was alles zusammenhält. Dann habe ich hier ein Kärtchen drin und wir haben hier noch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit dabei. Und ich nehme als erstes mal das Kärtchen raus. Die liebe Ina designt die auch tatsächlich selber. Das ist die Malerin von diesen Bildern und sie hat hier hinten noch drauf geschrieben, viel Freude mit der Box und dein Herzchen ist mit dabei und Ina steht hier auch drauf. Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Ich freue mich sehr und man kann sich auch immer ein Produkt aussuchen. Da bekommt man so 1-2 Wochen vorher eine E-Mail zugeschickt, dass du dann verschiedene Möglichkeiten hast, was du dir aussuchen könntest. Sei es, dass du ein Shampoo aussuchst, was dann halt mehr zu deinem Haartyp passt oder ein Lippenstift nach seiner Farbe, Nagellack nach seiner Farbe und hier haben wir dann den Flyer, die Produktkarte aus dem November und hier steht drauf, limitierte Weihnachtsbox ab sofort über unsere Website bestellbar. Also auch dazu packe ich euch mal den Code in die Infobox, sofern diese Box noch verfügbar sein sollte. Finde ich ziemlich cool. Und hier sind dann auch die eigentlich 5, aber dieses Mal 6 Produkte aufgeführt. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in die Box. Dafür öffne ich jetzt das Seidenschleifchen, schlage das Butterbrotpapier auseinander und wow. Schön und habe hier tatsächlich den Blick in die Box. Sieht alles immer so clean und so rein aus. Nicht nur von dem Produkt an sich, sondern auch von den Inhalten her. Das macht mich echt total glücklich. Hier habe ich als erstes so ein Abschminkpad mit drin. Ist ja Gott sei Dank immer mehr im Kommen. Flawless Professional Vegan Beauty. 2 große, ökofreundliche, wiederverwendbare Make-up-Entferner-Pads. Und das ist aus organischer Baumwolle gemacht worden. Das finde ich cool. Ich hoffe, dass ich die, also ich bin ja immer eiskalt bei sowas, ne? Ich packe die ja eiskalt bei 60 Grad in die Wäsche und auch in den Trockner. Ich hoffe, die halten das aus. Aber ich denke schon. Ich denke, das sind sogar welche, die du sogar bei 90 Grad wäschen kannst, ne? Wenn du Baumwolle, würde ich jetzt schon sagen. Doch. Auf jeden Fall sind das halt so große Pads. Und die sind richtig groß, ne? Die sind schön gemacht. Das Einzige, was mir hier noch fehlen würde, und das, ne, ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau, irgendwas, wo ich meine Finger reinschieben kann. Ich bin ein Freak, ich, ne, bin halt so. Aber ansonsten würde ich das einfach so festhalten. Also einfach hier zwischen kleinem Finger und Ringfinger einschlagen. Genauso wie ich das hier mit dem Daumen festhalte und dem Zeigefinger zusammen. Und dann kann man so halt echt schön übers Gesicht gehen und sich abschminken. Man kann mit diesen Pads auch super Toner auftragen oder was auch immer. Also ganz, ganz toll. Die werden bei mir direkt in Anwendung kommen. Finde ich schon mal richtig gut. So, dann haben wir hier das Produkt, wo man sich eine Farbe aussuchen konnte. Und zwar ist das von Uoga Uoga Fluffy Wombat. Habe ich mir rausgesucht von der Farbe her, weil ich finde das einfach witzig. Fluffy Wombat?
Na, ich musste so lachen, als ich das gehört habe. Natural Eyeshadows with Amber. Genau, also das ist ein Monolidschatten. Ihr wisst, ich bin jetzt kein ultimativer Fan von Monolidschatten, bin ich ehrlich. Das heißt, den werde ich euch jetzt einmal zeigen, aber der wird weiter wandern. Genau. Von Uoga Uoga hatten wir hier auch schon mal in der Box einen Highlighter mit drin. Einen losen Highlighter, der so geil ist. Ich habe mittlerweile sogar von Uoga Uoga ein loses Puder. Also finde ich echt klasse. Und die Farbe Fluffy Wombat sehen wir dann auch. Oder Wombat, ne, sehen wir hier hinten. Ich denke, das wird ein Creme-Lidschatten sein. Ich denke, dass ich das echt super auch in einem... Ja, das ist eine Creme, ne? Ja. Nee, das ist lose. Warte, das wird ja auch total passen zu diesem ganzen Uoga Uoga Gedönsen. Ja, wow, der ist richtig lose. Was ist denn nicht richtig lose, Claudi? Hm? Ich habe keine Ahnung, was ich hier manchmal rede. Auf jeden Fall wird der dann demnächst auch in einem Adventskalender weiter wandern. Denn nicht alle in meinem Umfeld sind so verrückt wie ich und stehen halt volle Elle auf diese Lidschattenpaletten-Sammlung. Ne? Also das ist eigentlich eher so mir vorbehalten. In meinem Umfeld mögen die das halt lieber, einen Monolidschatten zu haben oder einen Creme-Lidschatten oder so. Oder mit 2, 3, 4 Lidschatten sich einfach einen schnellen Look zu schminken. Ich bin da eher so... bisschen crazy unterwegs. Ich mag das gerne auch mal ein bisschen Zeit zu investieren und ich habe es auch einfach mal gerne, wenn ich eine Stunde an meinen Augen rumpinsel und dann am Ende irgendwie ein knallebuntes oder sehr, sehr außergewöhnliches Ergebnis habe. Das hier war jetzt ein recht schneller Look, ein simpler Look, ne? Das habe ich einfach mal so heute gemacht, aber ansonsten mag ich das auch gerne etwas auffälliger. Genau. Und deswegen ist es an sich ein ziemlich gutes Produkt, was wahrscheinlich auch richtig vielen Leuten gefällt. Ich bin aber halt kein Monolidschatten-Fan. Genau. Das ist halt mein persönlicher Spleen. Okay, dann kommen wir zum dritten Produkt und das ist Wild Tree Skincare. Das ist das hier. So eine Halbkugel. Und das hier ist ein Organic Body Scrub Melt. Das finde ich cool. Quasi, ja, mit Kakao. Geil. Das riecht auch nach Kakao. Voll gut. Das ist quasi ein festes Body Peeling, ein festes Körperpeeling. Finde ich klasse. Und du lernst halt mit dieser Box auch Marken kennen, die so für mich nicht so normal wären. Ne? Also muss ich wirklich sagen, die finde ich jetzt so nicht immer in der Drogerie. Manche, die kommen mir jetzt immer bekannter vor, ne? Wie jetzt zum Beispiel Uoga Uoga habe ich schon mal gehabt und jetzt auch einfach, ne, schon mal öfters was von gehört. Aber hier Wild Tree, ein wilder Baum. Okay. Ist hier halt super eingepackt. Und nochmal eingepackt. Ja, wahrscheinlich damit, wenn da Feuchtigkeit drankommt, dann muss man halt aufpassen. Aber das sieht so geil aus. Das sieht aus wie eine große Halbkugel, wirklich von Schokolade, ey. Boah, das riecht auch wie Schokolade. Ich will da reinbeißen. Das schmilzt halt jetzt gerade direkt, wo ich es anfasse. Finde ich super, super cool. Körperpeeling verwende ich jeden Dienstag und jeden Freitag. Jetzt haben wir heute Samstag. Das heißt, das werde ich mir dann demnächst mal in die Dusche legen. Aber ich packe es jetzt erstmal schnell wieder ein. Weil jetzt, ich merke, warum das eingepackt war. Weil direkt mit Berührung mit der Haut schmilzt das so. Und werde ich auf jeden Fall in meinem Aufgebrauch-Video von berichten. Und deswegen brauche ich halt auch echt diese Verpackung. Weil ansonsten habe ich nichts, was ich euch zeigen kann. Sonst muss ich euch Luft zeugen. Hier wäre das Körperpeeling gewesen. Einigermaßen wieder eingepackt. Kommt auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung. Geilomat. Okay, diese Marke sagt mir auch mittlerweile was, weil ich da auch schon öfters was in meinen Händen gehalten habe. Und zwar Cosnature Naturkosmetik, ein Aromapflegeöl mit Mandel und Kokos, verwöhnende Körperpflege für jede Haut. Und hier sind enthalten irgendwie, ja, 100 Milliliter. Okay, also ich persönlich mag Kokosduft nicht so ultra gerne. Es sei denn, es ist ein super natürlicher und super angenehmer Duft. Da das hier Naturkosmetik ist, gehe ich davon aus, dass wir hier nicht extrem krasse Parfümstoffe drin haben, die das Ganze zu schwer machen würden. Das mag ich einfach nicht. Oder wenn es zu süß riecht oder so, das ist nicht meine Welt. Deswegen werde ich hier mal dran schnuppern, wie das so riecht. Oh, es ist ein bisschen eingedrückt. Sieht aber sehr, sehr, sehr interessant aus. Ne? Körperpflegeöl kannst du bestimmt auch als Massageöl verwenden. Ja, das geht tatsächlich. Ne? Also da hast du halt nicht diesen klassischen Billig-Kokosöl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Diesen nachgemachten Kokosduft, den ich überhaupt nicht mag. Das riecht sehr, sehr angenehm. Hätte ich gehofft, aber nicht erwartet. Finde ich super gut. Und ja,
Das finde ich gut. Zertifiziertes Bio-Kokosöl aus kontrolliert biologischem Anbau und hochwertiges Mandelöl verleihen ein angenehm samtiges, glattes Hautgefühl. Ihre Haut wird mit pflanzlichen Wirkstoffen versorgt und gegen Austrocknung geschützt. Ja, das finde ich toll. Ein duftender Stimmungsmacher für die tägliche Körperpflege. Ja, auf jeden Fall. Lässt sich sehr gut verteilen und zieht gut ein. Da bin ich gespannt drauf, denn ich bin eigentlich kein Fan von Produkten, die lange auf der Haut bleiben, um das mal so zu sagen. Ich mag nicht so gern, wenn ich mich eingecremt habe und dann mir mein Pyjama anziehe, mag ich nicht, wenn dieser Pyjama dann so an der Haut klebt. Oh, das mag ich nicht so gern. So, okay. Jetzt machen wir mal weiter hier im Text. Und zwar habe ich hier eine, wow, die haben hier aber auch heute ganz schön viele krasse Produkte drin. Pflegeprodukt, Softcare, Hyaluron, intensive Feuchtigkeit, Vegan Product. Das ist ein Feuchtigkeitsserum mit 30 Millilitern. Bei Gesichtsseren sage ich ja immer, die sind immer echt teuer. Also viel teurer, als ich das erwarten würde. Deswegen bin ich auch super gespannt, was das hier kosten soll. Und das ist mit Vitamin B3 für ein frisches Hautbild, beruhigt. Auch für zu Rötungen und Unreinheiten neigende Haut, das ist eine gute Geschichte. Mit Hyaluronsäure, Aloe Vera, also das hört sich ja wirklich toll an, mit viel Feuchtigkeit, ne? Also das hört sich extrem toll an. Klasse, ne? Bei Naturkosmetik muss man halt immer aufpassen, die Produkte sind dann immer nur eine gewisse Zeit haltbar, deswegen werde ich sowas jetzt hier nicht auspacken, aufmachen, drauf machen und dann vielleicht in einem Jahr oder so weiterverwenden, weil dann kippt das Produkt halt schnell. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt und das ist auch eine Marke, die ich tatsächlich, die sagt mir was, Maison Meunier. Da habe ich nämlich geschaut letztens, weil ich nach Adventskalendern geschaut habe und die haben auch wohl einen Adventskalender, der halt sehr ähnlich ist wie der von Depot, aber na, das ist nicht so ganz meine Welt, weil das irgendwie so Krivelkram ist. Ich glaube, das wird mir keine Freude bereiten. Aber ich hatte auch schon mal ein anderes Produkt von Maison Meunier irgendwo in der Beautybox mit drin. Wenn nicht sogar in der Vegan Beauty Basket, weil der Name kam mir da auch schon so bekannt vor. Und jetzt haben wir hier noch einen Gentle Foam Face Wash Mousse fürs Gesicht drin. 30 Milliliter. Ich benutze aktuell tatsächlich auch jeden Morgen zur Gesichtsreinigung so einen Schaum. Dann mache ich halt erst mein Gesicht nass, ne, mit so einem wiederverwendbaren Wattepad. Hm. Dann mache ich so einen Hub von diesem Schaum da drauf, mache dann Patsch und dann fange ich hier an zu reiben. Also reiben ist, ne, ganz vorsichtig gehe ich dann über meine Haut und reinige meine Haut damit. Und dann wasche ich das halt komplett runter. Tut mir richtig gut und seitdem habe ich auch irgendwie eine viel klarere Haut. Also ich finde, dass ich weniger Pickel habe, weniger Rötung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder an meiner allgemeinen aktuellen Pflegeroutine. Aber es tut meiner Haut gut und das gefällt mir. Und deswegen finde ich das schön, dass es mit drin ist, weil ich das spannend finde. Und weil ich das einfach einfacher finde, als wenn ich ein Reinigungsgel habe. Und ich finde das auch irgendwie sanfter. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade von Caudalie 1 nämlich in Anwendung. Das ist halt auch sanft, ne? Ich glaube sogar auch, dass ich das in der Vegan Beauty Basket drin hatte, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ja ein würdiger Nachfolger, würde ich mal so sagen. Ja, und das waren auch auf jeden Fall ziemlich coole Produkte. Die Box ist jetzt leer und ich bin glücklich. Also für mich war das eine sehr, sehr gelungene Box. Ich bin sehr gespannt auf die Weihnachtsbox, was da drin sein wird. Letztes Jahr habe ich die ja auch schon ausgepackt, kann ich die hier oben mal verlinken. Da hat die mir auch wirklich gut gefallen. Die hatte da auch ein anderes Design. Die war nicht schwarz, die war weiß und dann halt auch so ein bisschen verspielter. Und da fand ich die auch schon richtig klasse. Seid aber auch hier wieder schnell, denn die ist super schnell ausverkauft, weil die halt echt gut gefüllt ist und tolle Produkte drin hat. Und ja, das war's jetzt hier von dem Unboxing. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!